Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. iOS 14 ist in aller Munde. Für jeden, der kein iPhone hat, es tut mir leid. Aber vielleicht interessiert es dich trotzdem. Ich fand das mega spannend, wie das sich verändert hat, weil ich es mir wirklich immer so gewünscht hatte. Ich wusste, früher gab es schon Apps, mit denen man sowas in der Art anstellen konnte, aber irgendwie ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dass es jetzt einfach ein Update gab, dass das alles so easy möglich gemacht hat, fand ich krass. Und deswegen wollte ich das Ganze mit euch teilen. Bis jetzt sieht mein Handy noch so aus. Ich habe schon ein bisschen umgestellt, damit es gleich leichter ist, es einzustellen. Aber grundsätzlich ist es halt einfach alle möglichen Farben ineinander gewürstelt. Es ist keine richtige Ordnung. Und ich dachte, okay, Nicole, jetzt kommt ein bisschen Farbe und Ordnung mit ins Spiel. Falls ihr euch dafür interessiert, wie das geht und ein paar Inspos sucht, dann schaut es euch gerne an. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video und los geht's. Als allererstes solltet ihr euch überlegen, an was für einem Design ihr das jetzt ungefähr halten wollt. Ich habe mir jetzt gedacht, ich möchte jetzt in diese Pink-Weiß-Richtung gehen, ganz basic. Ich möchte auch nicht so viel Bilder einfach nur da reinklatschen auf die Apps, damit ich gar nicht mehr raff, was ist. Deswegen habe ich mich den ganzen Mittag rangesetzt und mehrere Stunden lang ein paar App-Zeichen selber entworfen. Besser gesagt, ich habe die Icons als PNG-Datei aus dem Internet rausgelassen und den Background selber gemacht. Ich kann euch hier einmal mal mit Background einblenden. Und hier, wie es dann ungefähr fertig aussah. Falls ihr Interesse an diesen Designs habt, das sind jetzt nicht krass, die sind nicht super, die sind richtig eckig und sehen ein bisschen so wie gekritzelt aus. Dann könnt ihr mir gerne einmal auf Instagram folgen und per Instagram DM schreiben, dass ihr die haben wollt. Und mir dann einfach eure E-Mail-Adresse schicken. Und dann schicke ich euch meine ganzen Icons zu, die ich entworfen habe. Aber auch nur in den nächsten 24 Stunden, weil sonst hänge ich die ganze Zeit am PC und schicke die ganze Zeit irgendjemanden Icons. Weil ich weiß nicht, wie man die irgendwie so hochlädt, dass man sich die selber runterladen kann. Deswegen jeder, wo die will, ich schicke die euch höchstpersönlich. Man hat mir echt viel Mühe gegeben. Ich zeige euch jetzt erstmal in meiner Galerie, was ich so ausgesucht habe. Also starten wir hier mit meinen Icons. Ich habe natürlich nicht für alle App-Icons entworfen, sondern nur für meine wichtigsten. Und da unten habe ich noch so ein paar rosa, pinke Bilder, die ich richtig schön finde und inspirierend und irgendwie geil, weil die irgendwas haben, wo ich mir überlegt habe, vielleicht irgendwie damit einzubauen. Und dann noch am Ende noch so ein paar weiße Basic-Dinger halt, die ich als Hintergrund möchte. Um das Ganze jetzt gut machen zu können, habe ich meine App schon so alle ein bisschen in Ordner reingepackt, damit wir die nicht so krass hin und her schieben müssen, denn ich habe schon einige Apps. Um also jetzt das Icon zu verändern, geht ihr einmal auf Kurzbefehle. Dann auf alle Kurzbefehle drückt oben das Plus und dann einmal Aktion hinzufügen. Dann geht ihr auf Skripte und App öffnen. Drückt dann nochmal auf Auswählen drauf und könnt jetzt die App öffnen, die ihr ändern wollt. In dem Fall, ich werde gleich alle machen, die ich da habe, wo ich die Icons dazu habe. Aber ich erkläre es euch einmal in einem Beispiel. Wie zum Beispiel jetzt App Store. Dann drücke ich nochmal auf die drei Punkte oben. Dann könnt ihr einen Kurzbefehlname eingeben, wo ich jetzt auch einfach nur App Store eingib. Das ist der Name, mit dem ihr dann am Schluss eure App suchen könnt, falls ihr es irgendwo eingibt, um die App halt zu suchen. Also die meisten Leute benutzen das nicht, dann spielt es auch nicht so eine große Rolle. Dann geht ihr zu Homebildschirm, da drückt ihr auch einmal auf das Symbol drauf, könnt dann dementsprechend euer Icon aussuchen, das ihr jetzt haben wollt. Wo ist denn meins? Hier ist meins. Dann auswählen. Gibt da nochmal den Kurzbefehl dazu oder den Kurznamen dazu, der drunter stehen soll. In meinem Fall auch wieder App Store. Und tut das Ganze hinzufügen. Dann sieht das Ganze so aus, aber jetzt nicht wundern, ihr habt nämlich zwei App Stores. Einmal den, wo wir gerade erstellt haben und einmal den, der hier noch ist. Den könnt ihr einfach mal löschen, indem ihr auf App entfernen geht und dann von Homebildschirm entfernen. Ihr habt die App immer noch, aber halt nicht mehr dieses typische Icon da. Also könnt ihr jetzt einfach über euer neues Icon auf den App Store gelangen. Wenn ihr da jetzt einmal drauf drückt, werdet ihr übergeleitet. Das finde ich ein bisschen doof, dass es so umständlich gemacht ist. Aber naja, ich finde es trotzdem mega cool, dass es richtig cool aussieht. Deswegen mache ich es halt. Und jetzt das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf. Ewigkeiten später, Leute, ich bin mittlerweile so müde, es hat so Ewigkeiten gedauert. Mein Handy sieht jetzt
so aus. Also ich habe jetzt hier alle meine pinken Icons. Auf der einen Seite habe ich noch ein paar Apps, wo ich nichts gemacht habe. Die schiebe ich dann einfach so ein bisschen an die Seite. Aber das sind jetzt meine Haupt-Icons, mit denen ich arbeite und die ich gleich hinordne, so wie ich sie möchte. Als erstes schiebe ich mir 4 Apps nach unten, die ich halt immer brauche. Muss erstmal gucken, was jetzt ist. Das ist so komisch. So, einmal Insta. E-Mail. Safari. WhatsApp. Die Seite, wo das gerade drauf ist, wird am Schluss nicht meine erste sein. Die werde ich ganz nach hinten machen. Aber ich mache jetzt hier weiter mit meinen Widgets. Widgets, ja. Und ordne das dann währenddessen alles gut an. Das Ganze erstelle ich mit Color Widgets. Aber damit ich auch Bilder verwenden kann, Bilder da reinmachen kann, habe ich noch Foto Widgets. Und damit das allgemein erst funktioniert, ist das Wichtigste Widget Smith. Das bedeutet, ihr braucht diese 3 Apps. Ihr geht dann rein, zum Beispiel in Color Widget. Da seht ihr schon, ich habe was ausprobiert. Und dann seht ihr so Vorlagen. Und da könnt ihr draufklicken. Dann könnt ihr da drauf gehen, Edit Widgets. Und dann könnt ihr hier die Farbe zum Beispiel ändern. Ja, in allen möglichen Arten. Und natürlich auch noch die Schrift sowie ein Foto hier einfügen. Welches ihr halt zum Beispiel wollt. Oh, das hatte ich da gerade schon. Das hier zum Beispiel. Und wenn ihr das dann gespeichert habt, sieht es so aus wie mein oberstes. Ich finde es so einem länglichen am schönsten. Da sieht man einmal den Akkustand, die Uhrzeit und das Datum. Um das Ganze dann aber einzufügen, haltet ihr euren Bildschirm gedrückt und macht oben links ist ein Plus. Da drückt ihr einmal drauf. Und dann seht ihr halt da die Sachen, die ihr draufziehen könnt. Und ich ziehe jetzt einfach mal meine Widget, die ich da habe. Da drücke ich drauf und kann mir das jetzt hier raussuchen. Und mache jetzt Widget hinzufügen. Und jetzt ist die da oben so, wie ich sie mir halt ausgewählt habe. Falls ich das aber jetzt nicht so schön finde, weil ich zum Beispiel finde, das harmoniert jetzt nicht so, wie ich es eigentlich wollte, mache ich die kurz nochmal weg, mache es nochmal kurz anders, suche hier einfach ein anderes Bild aus. Mit dem sah es gerade eigentlich ganz nice aus. Widget hinzufügen und jetzt ist die da. Okay, passt immer noch nicht ganz so. Egal, ich lasse es jetzt einfach mal so. Mir gefällt es noch nicht ganz so. Naja, egal. Mach fertig und ordne jetzt erstmal so an, wie ich die erste Seite haben möchte. So, auf meiner ersten Seite habe ich jetzt die wichtigsten Sachen wie irgendwelche Apps, Kontakte und so weiter und halt Fotos, weil ich extrem viel mit Bildern halt auf meinem Handy mache. Also so sieht meine erste Seite aus, ganz basic. Bei der zweiten habe ich jetzt noch nicht angefangen. Auf meiner zweiten werde ich jetzt auch noch ein paar Bilder einfügen und das zeige ich euch auch gleich, wie das geht. Wenn ihr jetzt ein Foto dort haben wollt, müsst ihr erstmal in eure Galerie gehen. Und dann sucht ihr das Foto aus, das ihr haben wollt. Wie zum Beispiel, ich möchte das hier haben und gründe damit jetzt ein eigenes Album. Perfekt. Jetzt gehe ich auf Widget Smith und gründe ein kleines Widget, wo ich dann einmal drauf drücke und dann kann ich da runter scrollen, bis hier irgendwie Foto in Album kommt. Zugriff auf alle Fotos erlauben. Dann könnt ihr Select Album machen. Und könnt dort jetzt euer Album raussuchen. Und bei mir heißt es Girls hier. Das sieht dann ungefähr so aus. Und wenn ich wieder auf meinem Screen gedrückt bleibe und auf das Plus drücke, dann drücken wir auf Widget Smith, drücken auf Small Widget hinzufügen und da ist es. Das könnt ihr natürlich hinschieben, wie ihr wollt. Das mache ich jetzt noch mit einem zweiten. Weil ich das falsch jetzt hingemacht habe, bleibe ich da länger drauf und drücke dann auf Widget bearbeiten, drücke auf Widget und Small 2 war dann nämlich das Richtige. Und jetzt haben wir das geändert. Und jetzt tue ich wieder meine Apps anordnen. So, ich habe jetzt alles so angeordnet, wie ich es will. Einmal die Seite, die wir gleich verschwinden lassen. Dann meine eigentlich erste Seite. Meine zweite Seite, da habe ich sehr viel Krimskram, so ein bisschen was bezüglich Sport. Sowas wie Netflix, mein Shoppingzeug, da wo noch Leerzeichen steht, das habe ich noch nicht umbenannt. Muss ich noch machen. Dann noch ein bisschen Bankzeug, alles mögliche und noch 2 coole Bilder so eingefügt. Und auf meiner letzten Seite, die sieht ein bisschen wüst aus, weil ich da nicht so viel habe. Ich wusste jetzt nicht genau, wie ich das cool machen kann. Weil man kann die Apps ja an sich nicht so einzeln irgendwo hinstellen. Ja, aber ich habe da gedacht, mache ich die Karte doch ein bisschen größer, weil das alles ein bisschen so ums Thema Reisen geht. Ich denke mal, da kommen auch noch bestimmt noch ganz viele Apps dazu und dann wird das auch viel cooler noch aussehen. Ich finde es richtig, richtig cool, wie das jetzt aussieht. Es hat schon was, muss man echt sagen. Wie wir das Ganze jetzt machen, ist ganz easy. Und zwar bleiben wir wieder auf dem Bildschirm gedrückt.
Und jetzt drücken wir unten auf diese 5 Punkte, die bei mir sind und können jetzt auswählen, was für ein Bildschirm man sieht und welchen nicht. Und bei mir lasse ich einfach die 3, die ich schön gemacht habe und der so komisch ist, den lassen wir einfach weg. Und schwuppsdiwupps ist er weg. Man sieht ihn nicht mehr. So, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Vielleicht euch ein bisschen inspiriert oder vielleicht konnte ich euch auch weiterhelfen, wie ihr das macht jetzt oder so, weil ihr es nicht wirklich wusstet. Es tut mir leid, ich habe richtig gemerkt, wie viel Versprecher ich gerade in dem Video drin hatte. Aber ich habe, währenddessen ich das gemacht habe, immer wieder auf Fehler gestoßen, habe noch richtig viel dazugelernt. Und sitze jetzt, glaube ich, seit 2-3 Stunden im Video dran. Man denkt es nicht. Es ist auch einfacher eigentlich, aber für mich war es einfach gerade ein absolutes Chaos. Deswegen tut mir schrecklich leid für so viele Versprecher und so viel Durcheinander. Ich hoffe trotzdem, dass es euch irgendwas gebracht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss. Und einen wunderschönen Tag euch allen.